Hallo Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge God of War. So, in der letzten Folge sind wir hier in Helheim gestrandet, weil wir ein bisschen gegen Baldur gekämpft haben, wo wir auch rausgefunden haben, dass es Freya ihr Sohn ist. Heftiger Scheiß. Bin ja gespannt, wie sie das erklärt. Aber das werden wir bestimmt bald rausfinden. Jetzt würde ich aber sagen, dass wir hier mal schauen, dass wir noch vielleicht ein bisschen Kisten oder so looten können, wenn wir überhaupt zum Looten kommen, wenn uns Baldur da nicht einen Strich durch die Rechnung macht. Jetzt kommen jedenfalls mal ein paar Mepsi. Ah, das ist was Neues. Vielleicht. Wer war das? Beeilen wir uns. Mehr Auffüller hier. Geht's bloß wieder hoch? Wo geht's denn hier hin? Waren wir da schon? Na, hier waren wir schon, okay. Okay, hier waren wir schon. Okay, dort müssen wir hin, da will ich jetzt aber noch nicht hin. Ich würde jetzt gerne hier rüber. Weil mir hier gerne die Kiste noch holen möchte. Aber wir brauchen die blöden Runen. Die haben wir vorher aber gar keine gesehen gehabt von hier. Okay. Na, da ist eine. Wie kommen wir denn da rein? Andere Seite. Warte mal, wie weit können wir die denn ziehen?
jetzt hier hinschieben müssen. Wir ziehen sie halt komplett raus. Nee, okay, weiter geht's nicht. Wir müssen sie hinten hinschieben. Okay, eins von drei habe ich. Warum sind die anderen? Oben ist auch noch eine Kiste, wenn ich jetzt... Okay, sehe schon. Da müsste ich normalerweise mit der... mit dem Ding hier dort... dem Block hier dort oben hoch gehen können. Ja, richtig. Und da sind wir auch eine Rune. Sehr schön. Sehen wir hier noch irgendwo eine Rune? Man weiß ja nie, wie die versteckt sind. Okay, dann gehen wir da hinten lang. Also irgendwo hier ist auf jeden Fall. Bloß wo? Und mal hier lang. Wo ist diese... blöde letzte Rune. Wahrscheinlich bin ich schon tausendmal vorbeigerannt und hab's bewusst nicht gesehen. Junge, wo ist die Rune? Oh. Okay. Okay, eins noch und dann wird unser Rage auch wieder erhöht. Down. Okay, dann würde ich sagen, weiter ab zum Schiff. Ich sehe jetzt hier nichts mehr. Müsste eigentlich so passen. Schauen wir mal von hier rüber. Kisten haben wir alle mitgenommen. Da unten wäre halt noch was, gell? Aber wie kommen wir denn dorthin? Okay.
Und ich denke mir, dass jetzt auch Baldur kommen wird. Wenn wir da rüber gehen. Wirklich sieht, oh, das Schiff liegt ab. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das seetüchtig ist. Wird schon gehen. Okay, rauf da. Die Ranken hier weg, dass es frei wird. Lass mir ein wenig Raum. Du hast schon genug getan. Okay, bevor ich das aber aktiviere, hier ist noch alles mit. Gebraucht, aber wo ist denn das? Was ist denn das? Achso, das ist bloß drunter oder wie? Okay. Das ist sehr viel Heilung hier. Also ich denke mir, dass es hier gleich ein Bosskampf sein wird. Boss-Time in God of War, Leute. Okay, da kommen wir nicht rüber. Oben sieht es aus, als wenn wir was machen könnten. Oder auch nicht. Sehr, sehr viel Leben. Okay. Dann starten wir mal. Und jetzt haben wir damit auch... Toll! Nur vergesst nicht, dieses Boot bringt uns nur ein Stück weit. Tyrs Tempel steht oben an einem gewaltigen Wasserfall, der leider von hier aus flussaufwärts liegt. Das heißt, selbst wenn wir heil dorthin kommen, müssen wir immer noch irgendwie einen Wasserfall hinauffahren. Die Wahnen erbauten das tollste Schiff aller Zeiten und das kann fliegen. Skidbladnir? Ja, das wurde ja auch zum Fliegen gebaut. Das hier nicht. Wie dem auch sei, das ist das Boot, das wir haben. Auf dem vielleicht größten Eisberg, den ich je gesehen habe. Immerhin aber ist das Feuer schon warm. Was jetzt? Vielleicht können wir hier irgendwo... Ja, nee, hier doch nicht. Mage. Du hast die Segel losgeschnitten. Und was jetzt? Du holst die Segel ein? Wie soll sich dann der Wind darin fangen? Ah.
Alles klar. Geile Sache. Wie viele fliegen? Wir schweben. Die Hitze von den Feuern. Wir schweben tatsächlich. Episch. Geiler Scheiß. Okay. Jetzt sind wir da. Dann. Ja, aber wir können jetzt hier weiter. Nicht lange. Bleib auf dem Boot. Unglaublich. Wie eine riesige Himmelslaterne. Geil. Hört mir die Kiste noch mit, bevor wir weiterfliegen. Brandschaden, sehr schön. Bleib auf dem Boot. Bleibe auf dem Boot. Muss weiter hoch. Okay, da ist ein Kletterpunkt. Ah, damit können wir wieder runterklettern. Big Hill. Mich hätte jetzt interessiert, was unter der Ding wäre. Hat mir eigentlich gar nichts gebracht jetzt. Okay, muss ich anders machen, verstehe schon. Ja. Hab ich umsonst gemacht. Ach so, hier ist gar nichts. Außer ich gehe von der anderen Seite rein. Ach, hier ist nichts. Okay. Aber eine Truhe ist hier. Icarus Sturm. Okay, das lassen wir aber noch. Was ist das?
Vielleicht drückst du dir. Okay. Ich habe bloß ein Problem, ich komme hier nicht mehr raus. Oh. Wir müssen reden. Hier ist doch klar, dass es vorbei ist, oder? Selbst wenn wir es zurück nach Midgard schaffen, du und Baldur habt das einzige Tor nach Jittenhelm zerstört. Wir können nichts mehr tun. Und dieser Junge da oben, sein Schmerz zerreißt. Seine Welt wurde auf den Kopf gestellt. Atreus ist nicht deine Sorge. Tja, er ist vielleicht bald jedermanns Sorge, wenn du nichts unternimmst. Man muss nicht der klügste Mann der Welt sein, um das zu sehen. Atreus. Darf ich helfen? Gemeinsam. Okay. Geschafft. Ist frei. Aus Jotunheim kommen. Wir werden hier wieder rauskommen. Stell dich mir, Vater. Lass es uns beenden. Ja, mein Sohn. Es ist Zeit. Nein. Wieder diese Stimme. Weißt du, wer das ist? Ich weiß es nicht. Das weißt du schon. Bereich entdeckt. Himmel von Hillham. Eisberg! Was vor! Festhalten! Harpune! Ich befreie uns! Bleib doch unten!
waren noch zwei, oder? Komm, wie lange noch bis zum Tempel? Ja, es ist eiskalt. Bei der Geschwindigkeit und wenn die Feuer nicht ausgehen, müssten wir bald da sein. Na, wie lange machen wir? Weil es ein bisschen Energie.
So, sind wir jetzt wirklich frei hier? Ich habe das Gefühl, dass hier der Baldur gleich kommt. Es ist Zeit, mein Sohn. Sieh dich um, sieh, was du getan hast. Oh, Kratos. Das ist Zeus, oder? Ihr seid ja beide irre. Von Odin. Wir verlassen diese Welt. Jetzt. Sofern wir den Rückweg nicht vermasselt haben. Ja.
sind die Valkyren drin. Die lassen wir noch. Die machen wir ein anderes Mal. Ein Portpunkt oder so gibt es hier nicht, gell? Das ist der Beefrest, oder? Ach komm, Leute, wir schauen uns die ganz kurz mal an, die Valkyrie. Schaffen wir zwar noch nicht, aber angucken können wir uns ja mal. Was ist das hier? Das gehört Odin. Sein grauenvoller Stil sticht sofort ins Auge. Darf ich mal sehen? Also, das hätte ich nicht erwartet. Ich habe keinen Schimmer. Das kommt jetzt etwas ungelegen. Kopf. Seht, das ist eindeutig Tyr. Er reist irgendwie. Vielleicht durch Magie. Aber warum widmeten die Riesen all dem einen kompletten Schrein? Ich befürchte, das entzieht sich mir leider. Keine Runen. Er ist so leise, der Junge. Symbole aus vielen Landen. Sie bedeuten Krieg. Ja. Aber woher? Das hier kenne ich zu gut. Seine Augen. Es sind Juwelen. Wie deine. Sie stehen sicher für die Gabe des Sehens, die uns die Riesen gewährten. Halt mich näher ran. Interessant. Äußerst interessant. Was ist das? Geheimpläne. Tyr hat sie vor allen anderen verborgen. Bis auf die wenigen, denen die Riesen vertrauten. Und direkt vor Odins Nase. Ich sagte doch, ich bringe euch nach Jötunheim. Wie meinst du das? Du sagtest, es gibt keinen Weg. Verstehst du nicht, Bruder? Wir sollten wie Odin die Hoffnung nie aufgeben. Er wusste, hier gibt es einen Hinweis, aber wir haben ihn gefunden. Dies sind die Pläne für einen Schlüssel zu Tyrs Geheimkammer. Ich weiß nicht, wohin das führt oder was wir finden, aber es ist ein Weg. Wie machen wir diesen Schlüssel? Fragen wir doch einfach einen Zwerg. Na, da haben wir ja welche. Ich glaube, ich weiß, zu welcher Tür der Schlüssel gehört. Unten am Wasser. Weißt du noch? Hier waren wir doch gerade, oder? Ja, genau. Jetzt geht's, schätze ich mal, runter in die Kammer. Junge, was du vorhin sahst. Ich hab nichts gesehen. Du hast niemanden gesehen? Einen alten Mann? Welchen alten Mann? Können wir gehen? Ja. Na schön. Aber da wollte ich jetzt eigentlich gar nicht lang. Also dann kehren wir zurück nach Midgard und kümmern uns mal hochschauen. Wo ist dieser Zwerg? Oder ist es bloß. Sind wir jetzt bloß im Kreis gegangen? Jetzt gehen wir hier nochmal raus. Wir gehen ja hier oben praktisch nur im Kreis. Hier war das mit dem. Mit der Geheimtür. Na?
seine besten Hinweise zu Jötunheim gebracht. Nice, nice. Sind doch gelohnt, dass wir nochmal zurückgegangen sind. Okay, sehr schön. Dann können wir auch runter. Ja, ich habe schon gedacht, da ist wieder so eine komische Walküre drin. Wenn jede Geheimtür waren die Walküren drin. Ich glaube, es sind 8 Stück oder so. Ich habe noch keine einzige gelegt. Gut, ich würde sagen, jetzt machen wir aber einen Cut an der Stelle und schauen in der nächsten Folge, was uns denn dort unten am Beefrest dann erwartet, wie es weitergeht. Das schauen wir uns in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Gut, wenn es euch gefallen hat, lasst mir noch ein bisschen Support da, einen Daumen nach oben oder so, würde mich sehr, sehr freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, euer Andi.